das. Ach, dafür habe ich ihn doch überhaupt bedroht. Gut. Dann kampieren wir eben so lange, bis er seine Verwundung hat und sammeln komische Früchte ein. Und alles, was übrig bleibt, sammelt eben Holz. Damit wir hier nicht untätig herumsitzen. Speichern das Ganze. Today was a good harvest day, and some of the village folk even managed to brew some samagon. Ja, trinken wir auf die gute Samagon. Ramming itself into your head. You collapse into your beds in hopes of sleeping it off. At night, a nasty little demon, Gnetia, is attracted by your libations. The creature rests on top of your chests, squeezing the air out and meddling with your minds, trying to take your willpower to feed itself. It is making your heads hurt and your guts turn and twist. Ja, wenn man Samagon trinkt, dann passiert das. Widerliche, selbstgebraute Plörre. And although you feel sick the next morning, a child of perhaps six stands in your way. As you get closer to him, you see the child is no ordinary human. His skin is silvery, his eyes seem golden, his hair looks like strands of... The boy does not answer, only smiles at you and starts to play with a ball. But he remains close to your group and glances at you from time to time. Gut, schlagen wir mit dem Stock. Ich glaube, letztes Mal haben wir ihn in den Kopf. And he laughs hysterically. Gut, nächstes Mal kriegt er einen in die Fresse. Dann ist das die letzte Option, ihm ins Gesicht zu schlagen. Nee, bleib stehen. Ja, genau, komm zurück. Was denn jetzt schon wieder? Huch, a small group of orcs travel near your village as they ask to use your smithy. Fine, let them use their smithy and rest in our village. Natürlich. Ah, sie haben mich überfallen. Oh, das Sammelwerkzeug, das ist echt schade. Na gut. So reich wie ich bin, ist das alles überhaupt kein Problem und das Risiko wert, dass die mir einen dauerhaften Bonus verpassen. Ja, die Geschenke der Götter sind nicht wenige. Hidden away in a quiet alcove. As you approach, the hammering stops and a dwarf walks out to greet you. That's far enough, strangers. You do not want to anger Chael. She gets very jump. Hey, your village, aye. Well, truth be told, I move around me and I don't like trust any stranger coming to see me. Unless I want you to, you will not find your way here, hence the invite. And this brings me to why you did find me. Ah, well, it's kind of embarrassing. You know, us fallen. This is a serious matter, mind you. She can get a bit nasty if you're not careful. Excellent. Here's a map of the local. Ja, ja. Dann mal los. Ich kenne diese Quest. Deswegen, ich habe jetzt einfach vorgespult. Der Zwerg redet einfach so irre viel. Oh, yeses. Wen greift er denn an? Wen greift er an? Hoffentlich meinen First Trap. Let us fight. Wer kämpft denn? Mann, wer kämpft denn bloß? Der erste Trupp oder was? Boah, dann haben wir ja mit ihm richtig den Boden gewischt. Zwei Verwundete, ganz leicht. 17,4,8. Wow, krasser Bonus. Drachenknochen, Mithril, Diamanten, Drachenleder. Und ein Segnungsbonus. Schwachköpfiger Drache. Mein Gott, gibt's eigentlich noch irgendetwas? Shown by the dwarf, you see a girl sitting on a large rock. When she sees you, she runs over without a second thought for her own safety and speaks with a voice so soft and melodic, you cannot help but listen. You look, well, I guess you look like, you can handle some ruffians, right?
Hallo, gute Frau. Der Zwergenschmied hat uns geschickt, damit wir mit euch sprechen. Dwarven Smith. Oh, Bodan, him. But why are you bothering me with him? I have a real emergency on my hands. I had 4 children. My nieces, yes. I was going to take them home, and I was set upon by a band of orcs. I was on my way home. It's not too far from here, and we thought we were safe. Now there is no time to chat. We must find... Go out with the dwarf. What are you talking about? There are children at stake here. Yes, yes, I will do as you... So, dann holen wir mal die... Oh, ich habe keine Bewegungspunkte mehr. Holen wir uns mal die Kinder. Travelers pass through your village to refill their supplies. They leave you a scroll, which reads, Mortal children, we are happy to inform you that our ancient city of Silver Oak is slowly rising from the ashes of the darkness we defeated together. You are, of course, invited to visit the sacred groves and learn from our old ways. There is no... Aha, die Silbereiche ist wieder da. Das ist eine Elfenstadt, da gibt's krasse Sachen. Die wollen allerdings dafür ziemlich hart verhandeln. Und ich hatte bis jetzt nie Lust, diesen Preis zu bezahlen. Aber ihr solltet euch das ansehen, man kann da eine Menge lernen. But as you lay there observing, a female voice speaks behind you. So, the demoness sent some minions. I am surprised that you should serve her kind. Moment, was? Ihr seid diejenigen, die Kinder entführt haben, oder? Surely you know that Rasalka is a devious temptress, always seeking to deceive and bait the living. Children are a favored prey among the demon kind. We've learned this the hard way during the long night. Ja, wir haben davon, Ja, wir haben zuvor schon mal von der Rusalka gehört, doch dies scheint mit ihren Bitten sehr aufrichtig zu sein. Wir haben schon mal von der Rusalka gehört, doch wie können wir wissen, dass sie die Frau eine gewesen ist? Naja, ich weiß, dass es eine ist. Ich probiere mal das. Real pretty, long black hair, looks kind of wet all the time. Her voice is all sweetness, and yet she's on her lonesome, out here. Wearing nothing but a skimpy dress to barely cover her bosom. Sounds about right? You ever wonder how something that fragile wasn't even a tad scared of you? Gut, nun dann, da ihr es erwähnt, muss es eine Rusalka gewesen sein. Well, there you have it. So what now? We're not giving you the little ones. They're coming home with us. Sind das Ork-Kinder? Why? Does it make a difference? You think we kidnapped them, but if they're orcs, then whatever. Nee, nur wenn sie Orks sind, dann gehören sie zunächst einmal euch. Oh nein, nur ich war nur neugierig, ob sie vielleicht aus eurem Dorf sind. Ja, nehmen wir das, das klingt freundlicher. They are neither. One is either a very ugly human or a weak goblin. But in any case, I ask again, what of it? Nun, wir denken, wenn sie nicht euch gehören, können wir besser auf sie aufpassen. Also gebt sie uns. Diese Kinder gehören nicht zu euch und wir brauchen sie. Versuchen wir das hier mal. Die haben keine Chance. Oh, wow, cool. My clan is hardened and always on the move. It would not be an easy life for them. Here, take them. But if I ever hear harm came to them, I swear on my honor you will be punished. Also, I'll give you some red ribbon. It wards off many demons, and the one you met is particularly scared of it. So take it to keep the little ones safe. With these words, the orc female saluted you and stepped back into the shadows, while her men brought forth 4 children and some red string. Cool. Redegewandtheit Bonus. Dann gehen wir jetzt zu der Rusalka zurück und erklären ihr, dass ich die Kinder eigentlich behalten will. Ich will sie in mein Dorf tun. Man kann nie genug Einheiten haben. So, Mädchen. As you approach the place, the Rusalka smiles at you, and for a moment, all you feel like doing is staring at her. Then, you remember your purpose. Ich geb sie nicht her. Ja, sie wären immortal. Bla bla bla. And for a few seconds you see no comprehension on her face. Bla bla bla, gehen wir zum Schmied zurück. Sie wären Immortals, ja, weil sie die Kinder in Dämonen verwandelt hätte. Auch kein schlechtes Leben. Man kann auch ein sehr hässlicher Dämon werden, aber unter ihren Fittichen wäre man ja ein ziemlich hübscher, attraktiver irgendwas geworden. Und Rusalka sind jetzt nicht abgrundtief bösartig. Nur, ich will sie haben. Ich tue sie jetzt ins Dorf zurück. Hidden away in a quiet alcove, you discover a single house amongst ruins of some old town. There is smoke coming from the chimney.
Ich habe hier eine Haarlocke von ihr als Beweis. Soziales Event, um ihn zu überreden. Behalten. Behalten. Zerlegen. Behalten. Tschüss. Aber Mann, Alter, wann geht das hier mal mit den Riesen los, ey? Das ist ja abgefahren. Ups, die Kinder sind genau Handwerksressourcen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ach, wo ich schon dabei bin. Dann mal rüber damit. Damit und damit und damit. Und das. Tschüss. Handwerksressourcen. Ja, scheiß die Wand an. Was jetzt? Wir könnten in die Stadt gehen. Ist ja eh noch nicht die Quest da. Aber wann geht die denn mal los, ey? Das gibt's ja gar nicht. Ich musste wirklich noch nie so lange warten. Können wir drüber reden? Sozial. Your men stand firm, showing off their strength and confidence. The dwarf leader listens to you, then speaks. Hier, Alter, du kriegst ein bisschen Essen. Ich bin noch kein Untier. Wir müssen alle irgendwie... Was? Das heilige Schwein bringt viel Segen. Was ist denn die Idee? Es hat ein Kind verwandelt in was? Erfinder. 26 Wille. 14 herstellen, Alter, was? Der kann sogar heilen. Bisschen Magie. Ist ja abgefahren. Das finde ich ja geil. Hier, Keule. Da. Und herstellen, die ist auch fertig. Ne? Dann los. In 4 Runden steht dieser Baum. Und danach haben wir hoffentlich genug Punkte, um zweihändige Schwerter zu lernen. Guck mir da mal rein. Ich habe hier die Hoffnung, dass die Quest kommt, bevor wir bei der Stadt ankommen. You defeat your enemy. You continue your scouting and find an old stock. Ja, das ist eine gute Rüstung. Just as you were about to leave, you stumble across an additional. Wow. Menschenskind, wieso kommt die Quest nicht? Ich krieg einen Rappel. Weißt du, was du sammelst? Du sammelst Fisch. So haben wir das Ding halbiert. Ich guck mich gleich nochmal auf der Karte um. Das ist echt unglaublich. Verfolgt sie, wir wollen zu ne? Geschafft. Klar. Und was ist das hier? Wahrnehmung. Ach, cool. Die heilige Schweinejagd. Wir haben eine Quest. Scheiß auf den Rest. Gut, das Spinnennetz nehmen wir noch mit, aber nur, weil ich direkt davor stehe. Was ist das denn? Achso, fertiges Essen. Ein Wille? Ja, nehme ich mit. Was soll der Geiz? Silbereiche. Ich will da wirklich jetzt diesen Tauschhandel nicht eingehen. Ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf, aber es war ziemlich teuer. Es war ziemlich, ziemlich teuer. 4, 5, 5, 6, das behalten wir, das zerlegen wir. 15, 3 behalten wir auch. Der Baum ist fertig. Schauen wir doch mal. You travel through the hills in search of resources and you come across the remains of an old settlement. The houses are small, almost built into the hills themselves, and despite the decay brought by the darkness, many look well preserved. You realize, however, that you are not alone, as 2 tall orcs step in front of you with their weapons drawn. Halt! One shouts at you in a deep, heavy drumming voice. Lass uns mal nichts überstürzen hier, ja? The 2 orcs speak to each other in a
tokens together and you find only scraps. But then, one of the buildings turns out to hold a hidden basement. The orcs find the place first and enter, but you hear the floors breaking beneath them and you see a dark chasm beneath. You have time to try and pull them up, or you can leave them to their doom, leaving any loot to yourselves. Nein, nein, wir helfen denen natürlich. Die Welt ist schon scheiße genug. Their leader stands before you and bows. Her men follow suit and shout a word in unison. It means honorable soldier in our old tongue. We honor you as our comrades in arms. You have proven true to your word, and you have saved our men from a measly fate. I offer you my weapon as repayment. Wir sind geehrt. The female places her weapon before you and then makes a signal with her hand, and the orcs depart, leaving 18. More than half Krass. Of the loot behind for you. Krass, 18 ist wirklich, wirklich, wirklich wenig. Es gibt wahrscheinlich keinen Charakter, der das Ding nicht benutzen kann. Völlig abgefahren. So, uns fehlen noch Kleinigkeiten, bis wir endlich wieder einen Skillpunkt kriegen. Ich überlege, lass uns mal ein bisschen Schmuck bauen. Irgendwas, mir ist heute nach Diamanten bling. Diamantenring, klarer Verstand, Konzentration und Wille. Da sage ich doch mal her mit so einem Diamantenbling. Einer reicht. Dann müssten wir hier auf der rechten Seite genug Punkte haben, um zweihändige Schwerter zu skillen. Nächste Runde werden wir es wissen. Macht euch auf Probleme gefasst. Ah, es geht los. You feel the grumbling of the earth and you fear Mokosh's wrath is upon you. But this tremor feels somehow different, less natural. Im Namen Mokosh's. Was ist das? You know earthquakes to be the wrath of your earth mother, Mokosh, but this one you feel is not her work. You know instinctively that they are not caused by the earth's anger, but rather by creatures shaking the ground. Versuch mal Schutz zu finden. There is a series of distant thuds and groans, then several short yet violent rhythmic shakes. Then, slowly, the sounds and the tremors move away. Es geht los, es geht los. Nur noch das Schwein einsammeln. You come across a hidden stash, and it looks like whatever is inside. At the last ja. Moment, wir bleiben hier. Hex. Whatever magic trick protected the stash is now gone. You are free to grab your loot. Nee, zerlege ich. So, wir haben jetzt unser Level up, können das zweihändige Schwert skillen. Gucken hier erstmal rein. Such die Silbereiche, die Bastarde müssen die gleichen Kultisten sein, die unsere Schweine gestohlen haben. Ist es magisch? Warum haben sie es gestohlen? Das Schwein ist ein heiliges Geschenk, Alter. Es ist ein Symbol der Verwandtschaft zwischen den Felsenkindern und den Waldbewohnern der Vergangenheit. Es hat alte Kräfte und wir wissen nicht, warum sie es gestohlen haben. Aber es ist ein Problem. Ihre Angriffe auf unsere Stadt dauern an, weswegen wir euch um Hilfe bitten. Wir können spüren, wo unser Relikt ist. Okay, sicher. Ja, ja. Wir tun unser Bestes, um euer Relikt zurückzuholen. Aber das Schwein bleibt unsere Priorität. Ja, Mann! Das ist mein Schwein! So, wo sind die Riesenquests jetzt? Ist sie schon es muss noch nicht zwangsläufig aufgetaucht sein, aber es fängt an. Jetzt kann es jede Runde losgehen. Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Aber wir haben ja noch eine Schweinequest. Und dann wollen wir jetzt mal zweihändige Waffen skillen. Und selbstverständlich auch herstellen. Und zwar nicht zu knapp. Ich habe da richtig hohe Erwartungen. Wir haben nämlich dieses krasse Holz. Und Drachenleder. Und dann schiebe ich da einfach ganz normales Holz da rein. Gucken wir erstmal. 10, 7, 4, 3. Lishis Zorn. Ha, da geht aber mehr, glaube ich. Das kann nicht alles sein. 7, 6, ist zu wenig. Pass mal auf, wir legen da mal Drachenknochen rein. Veliens Klaue. 12, 7, 14 absaugen. Willst du mich? Boah. Das ist so krass viel. 13, 9, 10 finde ich sogar noch ein bisschen besser. Braucht aber Diamanten. Heieiei, teurer Spaß. 24, 10, boah. Ich kriege einen Rappel. Was passiert, wenn ich die hier reinschiebe? 35. Sorayas Klinge, willst du mich verarschen?
Was ist das Teuerste, was ich da an Critical Material reinlegen kann? Das hier wahrscheinlich. 14%. Puh, immer noch super wenig. Ja, okay, ey, wir machen uns das Ding. Alter Schwede, wir machen uns die Scheiße fertig. 35 Schaden, 8 Abschirmung. Belassen wir es erstmal bei diesem einen und danach geben wir neue Schwerter in Auftrag. Genug Material für zwei so eine Granaten habe ich sowieso nicht. Krasser Kram. Stell dich mal vor, das wäre eine Axt oder eine Keule gewesen. Die sind noch von Natur aus stärker. You continue your scouting and find an old Schrott. Stockroom, still stacked with good resources. Ja, kann man behalten. So. Hier können wir, glaube ich, das mit einem sozialen Event lösen. Du erreichst das Banditenversteck, wo du klare Zeichen einer Auseinandersetzung vorfindest. Eine Gruppe bärtiger Zwerge steht über einigen Banditenleichen. Die Banditen tragen schwarze Gewänder und du siehst nun, dass die meisten von ihnen ebenfalls Zwerge sind, allerdings ohne Bart. Die bärtigen Zwerge haben dich noch nicht erkannt. Ihr habt es also vor uns geschafft. Habt ihr sie alle getötet? Ah, was nun? Wir sind hergekommen, um Antworten zu finden und haben stattdessen diese faulen Diener von irgendeinem Menschengott gefunden. Man könnte sagen, dass sie uns ebenfalls bestohlen haben. Da keiner von uns hier zufrieden ist, können wir uns vielleicht verbünden? Also gut, lass uns reden. Gut, gut. Ich bin Bärtod, ein Runenmeister aus der Stadt. Nun, das ist unwichtig. Aus unserer Hauptstadt. Wir kommen mit einer dringenden Angelegenheit an die Oberfläche und diese gefallenen Brüder standen uns im Weg. Vielleicht auch in eurem? Sie haben uns bestohlen, das ist alles, die Hauptstadt, du meinst immer. Dein eigener Zwergenfreund spricht, wir sind nicht alle wie sie, Brüder. Ai, wir haben unseren Charme, aber einige von uns entscheiden sich dafür, ihn mit Stolz zu tragen. Ja, wir haben also ein Bart, sucht eure bartlose Gesichter für uns. Wir sind nicht hier, um darüber zu sprechen. Der Geburtsstein? Fragezeichen. Der Geburtsstein ist das, was der kosmische Baum in mancher Hinsicht für euch Oberflächler ist. Eine Art Säule, er hält die Erde zusammen. Und jetzt, wo die verdammten Riesen erwacht sind, sind wir besorgt. Ah, es geht los, Alter. Das ist der Start der Riesenquest. Über das heilige Schwein kommt man zur Riesenquest. Das habe ich noch nie gehabt. Die Riesenfragezeichen? Ei. Aber das ist eine andere Geschichte. Lasst es uns diesen diebischen Bastarden heimzahlen. Sie haben die Steine also von euch gestohlen. Wir haben nicht genug Zeit, um alles zu erklären. Wir müssen gehen. Wirst du dich uns anschließen? Also gut, wir arbeiten zusammen. Ja, so schnell kann das gehen. Gut, jetzt müssen wir unseren eigenen Pfad folgen. Aber wir können euch unsere Hilfe anbieten, wenn ihr wollt. Wir haben Nachricht erhalten, wo ihr nächstes Versteck sein könnte. Aber wir können nicht selbst hingehen. Aber wir sind deine Art. Können wir helfen? Es tut mir leid, Bruder, deine Ehrlosigkeit verbannt dich von unseren Seiten, aber wir beweisen deinen Wert in der Mission. So gut, dann gehen wir jetzt dahin. Wir wollen danke für die Hilfe. Oh, Wildbeard! Noch ein Zwerg. 33 Stärke. 42 Schaden, 44 Rüstung. Ist das ein Witz? 40 HP? 40 HP, Mann! Und so eine Scheißwaffe, mein Gott. Wilbert, sie machen sich über dich lustig, weißt du das? So, wo ist jetzt die Folgequest? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist denn die blöde Folgequest? Da. Aha! Gut! Dann bauen wir jetzt nochmal ein nächstes zweihändiges Schwert und zwar aus Drachenknochen und was haben wir da gehabt? Ach, das können wir auch nochmal machen, stimmt. Einmal geht noch durch. Und dann versuchen wir dich hiermit zu kritten. 14%. 10 Absaugen, 2 Magie. Geiler Scheiß, her damit. Inventar, Waffen. Es ist zumindest nicht minderwertig, das ist schon mal gut.
Es ist auch nicht hochwertig. Ich kann damit leben. Hauptsache, solche teuren Ressourcen werden nicht aus Versehen minderwertig gemacht. Das kann nämlich auch passieren. Bevor wir uns mit dem Boss sozusagen prügeln, gehen wir uns diese Waffe rausholen. Und sie haben schon das nächste Schwert fertig. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich will erstmal die Quest hier anschauen. Fragezeichen. Du näherst dich dem Lager und du siehst viele Gestalten in langen, braunen Gewändern, auf deren Gesichtern sich makable Schädel, Dämonen und Geistersymbole befinden. Sieht aus, als wären sie im Begriff aufzubrechen. Du entdeckst ein Zelt, das wie eine Kommandozentrale wirkt. Alle Informationen, die du suchst, könnten dort drinnen sein. Es gibt keine Anzeichen vom Schwein. Schleich dich an das Hauptzelt und versuch, die Informationen zu finden. Machen wir es mal schleichen. Lustigerweise, je mehr man isst, desto leichter werden diese Herausforderungen. Und das gilt auch für Schleichen. Du schleichst dich an das Hauptzelt heran und findest ein paar verstreute Notizen der Kultisten. Falsche Prophete und falsche Götter. Ha, wir sind nicht länger Felsenkinder, wir sind der Tod selbst und wir werden die Relikte der Vergangenheit niedermähen. Tief unter der Erde, so passend, so poetisch, liegt das Herz unserer Brüder und dieses Herz werden wir zu Ehren des echten Gottes bluten lassen. Du findest noch mehr Notizen, die auf eine unterirdische Kammer verweisen, aber noch immer kein Schwein. Diese verrückten Bastarde suchen nach dem Schwein. Du findest das Schwein nicht, entdeckst aber eine nahegelegene Höhle, wo du glaubst, dass sich das letzte Versteck befindet. Ja gut, scheiß Höhle rein.